Willkommen zurück zu Let's Play Don't Starve. Ja, dieses Mal sind wir wieder rundum mit Controller dran und wir brauchen, naja, ziemlich offensichtlich eigentlich Gold. Und so prächtiges Gold. Wir haben natürlich jetzt auch schon dementsprechend eine bessere Spitzhacke. Ich muss mich erst wieder in die Controllersteuerung reinfinden, weil es gab ein klitzekleines Problemchen in Bezug auf die Steuerung. So, hier oben haben wir natürlich reihenweise Steine. Und dementsprechend sollten wir auch versuchen, möglichst da ja fast alles schon abzustauben eigentlich. Ja, Bäumchen. Brave Bäumchen. Ich hab mal nicht getan. Braucht mich also nicht attackieren. Oder mit dem Gedankenspiel mich zu attackieren. Ich meine, ich bin echt friedfertig und so. Ich habe noch nicht mal die Pikmin attackiert. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass ich noch nicht die passende Ausrüstung habe. Saplings, das können wir gebrauchen. Ja, es ist halt, also zur Zeit ist es ja wirklich so. Ich kipp mir mal die Axt. Ich sollte mir nämlich wirklich mehr Holz noch aneignen. Allerdings sollte Holz jetzt nicht zwangsweise primär sein. Also wir sollten uns erstmal darauf fixieren, anderes Zeug zu kriegen. Zum Beispiel Steine. Benutzen wir erstmal noch die normale Spitzhacke bis zum Schluss. Genau. Mining Time. Das ist Goldnugget gewesen. Bam, 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 bam. Alles einsammeln, alles meins, alles meins. Ich weiß natürlich nach wie vor nicht, wofür dieses. Dieses Nitro ist. Nutzen wir mal die opulente Spitzhacke. Das Ding bringt. Ja, hält länger, ne? Braucht allerdings ja auch ein paar exzessivere Ressourcen. Haben wir denn hier hübsches? Wir hacken nicht auf diesen Stein ein. Das war's. War's das jetzt schon? Ja, Flints, 40 Flints, wir dürften erstmal noch haben. Nein, hier haben wir noch mehr. Screw this, mehr Gold. Gold Nuggets. I can't do that. Moment, was kannst du do that? Egal. Halt schon. Gold Nuggets. Gold Nuggets left and right. Zack, zack, zack. Ich würde sagen, wow, wow, wow. Warum schwingt die Kamera so ominös komplett rüber? Was haben wir denn hier? Science compels me to jump in. Ja, wir machen. Oh. Haben wir denn da nettes? Better him than me. Sleep dort. Zack, zack, zack. Wieso zum Teufel kann ich meinen eigenen Chester angreifen? Okay, im Endeffekt interessiert es mich gar nicht, weil ich werde Chester nicht angreifen. Chester ist schließlich meine Kiste. Dann habe ich immer noch ein paar Items, die ich dabei habe, obwohl ich nicht wirklich weiß, was ich mit dem anfangen soll. Wir müssen jetzt schon wieder zurück, merke ich gerade. Die Zeit ist jetzt gerade schon wieder für den Tag fast rum. Also gehen wir mal zurück. Schnell, Spear. Ich muss sagen, also ich mag die Steuerung mit dem Controller jetzt nach einer Zeit doch schon, muss ich zugeben. So. Als nächstes sollte ich mich mal irgendwie daran machen, Essen zu besorgen.
Ja, ich weiß, jetzt kommt sofort It will get dark soon. It's getting late. It will be dark soon. So, das heißt, wir sollten möglichst schnell zurück. Möglichst ohne Wenn und Aber, versteht sich. Take that nature. It's all creepy. Oh, aber jetzt hat er die Saplings nicht mitgenommen. Ich mag diese riesigen Bäume überhaupt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Die sind so groß. Ich trau denen nicht. Ja, genau. Was auch immer. Pick up. Komm, wir müssen zurück zum Lager, Chester. Wir haben keine Zeit zum Rumalbern. Weil wenn wir hier draußen erwischt werden, dann sind wir fällig. Ich denke nämlich nicht, dass die werten Kreaturen der Dunkelheit Gnade mit mir walten lassen. Rabbit Hole. Fireflies? Hat er jetzt noch gar nichts. Add to Fuel. So. Jetzt haben wir schon mal wenigstens das. Halt, stopp. Wir müssen. Ne, Moment, die sind ja schon geroastet. Die kann man ja gar nicht mehr gucken. Guck! Und gekocht. Außerdem Roast Berries. Lebensmittel haben wir jetzt nicht mehr ganz so im Überfluss, muss ich dazu sagen. Was haben wir denn hier? Luxury Axe, Regal Shelf, Pitchfork, Razor. Nein, ich will meinen Bart behalten. Backpack, Straw Roll, Fur Roll, Tent. Find Ingredients to Craft. Wir brauchen Spinnenweben und Seide, das ist ja nicht das. Was zu essen, eine Farm wäre nicht schlecht, aber dafür müssen wir auch erstmal wieder Zeug finden. Es ist momentan... Momentan stehen wir so ein bisschen an der Stelle, sag ich mal. Oh, ganz ruhig, Chester. Nein, nein! Das habe ich auch so in Chester eingegeben, verdammt. So, mein Bart wird immer holzfälliger. Okay, wir brauchen auf jeden Fall... Ich will auf jeden Fall ein Zelt haben. Und das bewerkstellige ich am besten halt, indem ich Spinnenweben kriege. Problem ist, wir haben noch nirgendwo Spinnen gesehen. In dieser Welt. Wir könnten rechts gehen, da sind auch noch diese Pigmen. Hört sich an, als wenn ich sage, Pigmen. Das Spiel kennt ihr doch bestimmt. So dieses ominöse kleine Spiel, wo man kleine bunte Mannequin hat und man ist Olimar und musste den Erreger. Ja, ich werd alt. Ich weiß nicht mehr, ob die überhaupt noch irgendwie. Ob dieses Spiel irgendwie noch Relevanz heutzutage hat. Also. Ja, das sind. Ah, das ist so viel Beeren. Wenn ich die Pigmen töten würde, hätte ich auf jeden Fall ausgesorgt. Du fährst zur Hölle, verpiss dich. Den töten wir. Scheißteil, frisst dir meine ganzen Beeren weg. Ich glaube, der hackt.
Ja, das ist die beste, einzige Variante, die wir im Endeffekt haben. Jetzt Buzzing mit Activity. Das finde ich gut, das sammle ich ein. Was ist das? Da liegt eine Biene am Boden. Es wundert mich eigentlich, dass die Bienen hier ein passiver Mob sind. Gut, die Frösche greifen mich auch nicht an. Das Feld, warum ist das hier so ein riesiges leeres Feld? Der Sache traue ich kaum. Inspect. Take it away. Wir sammeln mal auch am besten die ganzen Lebensmittel hier ein. Das kann nicht schaden. Also definitiv nicht, logischerweise. Beeren. Da drüben ist eine Möhre. Möhrchen. Irgendwann bringe ich dich um. Hulu, hulu, hulu. Still, du Mistsack. Keine Sorge, ich tue dir nichts. Ich will dich nur abstechen. Zack. Wow. Dieser Hase wollte wirklich, wirklich diese Möhre haben. Lass die Bären in Ruhe. Verdammtes. Komm her, komm her. Ja, ich krieg dich. Finally. Oder mal Zeit, ey. Das war übrigens unser erstes erlegtes Tier. Holy hell. Der Speer hält noch einiges aus und wenn wir weitere Kämpfe so gut führen wie diesen gerade, und das heißt mit provisorischem Glück irgendwas erstechen, könnten wir vorankommen. Karotte. Das ist ja schon mal gut zu sehen, dass wir auf jeden Fall genug Lebensmittel haben. So. Drumstick. Heißen die Dinger im Englischen echt Drumsticks? Weil da finde ich nämlich irgendwie seltsamer Name. So, wir werden natürlich hier ein provisorisches Lager errichten. Moment, ich glaube, wir sind fündig geworden. Time for combat! Töten! Scheiße. Zurück. Okay, das war nicht clever, das war nicht clever. Zurück. Chester, du könntest dich ruhig nützlich machen. Scheiße. Ich wurde überhäuft. Lagerfeuer, Lagerfeuer. Wir brauchen ein Lagerfeuer. Hier ist unser zweites Lager. So, wir gucken jetzt und essen. Mr. Cook. Ich meine, mit den ganzen Bären dürften wir eigentlich die Gesundheit wieder ein bisschen herstellen. Mit dem Drumstick weiß ich nicht. Ich meine, man kann da bestimmt was draus machen, außer kochen. Ich meine, ich kann mich auch runter und dann kann ich so einfach kochen und essen. Weil, falls das jemand weiß, kann er mir das sehr gerne in die Kommentare schreiben. Das wäre sehr effektiv. So. So, jetzt muss man natürlich irgendwie das Feuer anheizen. Ich brauche Blumen.
so viel steht fest. Ich brauche die ganzen Blumen, weil Blumen, das weiß ich nicht mehr, die heilen nämlich auch. Wenn auch nur geringfügig, aber das ist ja eigentlich auch egal. Vögel. Ihr habt euch eures Glückes verwehrt. Otto von Chesterfield. Oh shit. Zurück zum Lager, zurück zum Lager. New Dawn bleibt. Okay, das war ein opulenter Kampf. Aber wir haben gewonnen. Wir haben den Spinnenpit zerstört. Die Frage ist allerdings jetzt auch, zu welchem Preis, ne? Das ist natürlich das Problem. I can make stuff with these. Ja, das kannst du in der Tat, guter Maxwell. Ich meine jedenfalls, dass das hier der gute Maxwell ist. Just don't breathe in. It's for me to put stuff in. Also zu manchen Sachen hat er echt ein paar interessante Dinge zu sagen. Ich brauche mehr Zeit. Also in erster Linie sammeln wir jetzt erstmal auch weiße Blumen hier ein. Dabei wollte ich doch nichts anderes als diese verfluchten Spinnenfäden haben. So, die sind reichlich und das ist gut. Hilft leider recht wenig. Schauen wir mal einfach nach. Ich meine, vielleicht haben wir ja Glück. Und die Spinnen sind schon so ein bisschen, weiß ich nicht, zermürbt. Oh shit. Spider Gland. Chester. Monster Meat. Und Spider Silk. Wir haben es geschafft. Halleluja. Wir sind die Meister Jäger. Und jetzt verzieh ich mich. Oh shit. Moment, halt, stopp. Moment. Store. Machen wir das so. Muss die Karotte aufnehmen. Zurück zum Camp, Chester. Wir haben unsere Aufgabe erfüllt. Wie wahre Könige haben wir die Monster erledigt. Ich mag diese hässlichen Frösche irgendwie nicht. Ich hätte schwören können, ich habe gerade was gehört. Aber ich hoffe jetzt mal einfach. Ich hoffe jetzt mal gerade einfach, dass ich mir das eingebildet habe. Hast du das gehört? Scheiße. Nein, ich hab's mir nicht eingebildet. Ich hab's mir nicht eingebildet. Okay, Moment, Moment, Moment. Equip. Kommt hier rechts. Hoppala. Was ist das? Was kommt jetzt von da? Was ist denn da? Was zum Teufel?
Warum gehe ich überhaupt nachforschen, ganz ehrlich? Nö. Da fragt, wieso kommst du das auch mal von links? Das kommt näher. Okay. Hoch, mein Lager ist oben. Mein Lager ist doch hier oben, oder? Scheiße. Pigman, ihr solltet nicht hier so schlafen. What the fuck? Nein. Laufen! Holy shit! Okay, das wollen wir nicht wiederholen. An dieser Stelle werden wir diesen Part beenden. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.